STS und Kögel bringen das neue Kögel-Trailer-DLC raus und ich hab ihn schon nicht. Aber wir werden trotzdem über das Thema reden, weil STS ist gerade bei Kögel auf dem Werksgelände und die haben auch ein Video gebracht, wie die Zusammenarbeit ist. Und ja, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Der eine oder andere hat es natürlich schon gewusst, dass Kögel und STS was rausbringen. Aber dieses Mal muss ich wirklich sagen, ist es noch nicht so weit. Maximus hat natürlich nicht das Kögel-Trailer-DLC. Wird noch eine Weile dauern. Wir werden darüber reden, ein paar Vermutungen in den Raum werfen. Aber erstmal nutze ich den wunderschönen Kögel-Trailer-Mod von Dodik. Dafür könnt ihr alle nochmal ein Däumchen dalassen, dass er so ein schönes, detailverliebtes Prachtstück rausgebracht hat. Nicht nur den Trailer, sondern auch alles andere. Ja? Wir können ja mal ganz kurz mal rumfliegen, wie viele Details da drin stecken. Der eine oder andere kennt das, guckt euch mal das an. Ja, schönes kleines Easter Egg, wirklich sehr, sehr schön gemacht und was es für diesen Auflieger vielleicht sogar bedeutet. Ach ja, traurig könnte es sein, aber wer weiß, vielleicht wird sich Herr Dodik dazu äußern. Dazu werden wir aber auf jeden Fall erstmal unseren Auflieger ankoppeln. Danach werden wir eine schöne, gemütliche Tour machen und eventuell auch mal ein bisschen darüber reden, weil bei STS geht ja wirklich einiges ab, Junge. Da muss man wirklich sagen, ach, da hat man wirklich keinen Tag Ruhe, ne? Und ich habe hier keine Lampen hinten dran. Naja, ist nicht so schlimm. Hauptsache das Kennzeichen stimmt, ne? Nee, Maximus. Gut, werden wir uns erstmal hier den Auflieger aufsatteln und dann werden wir schön gemütlich fahren. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, wie STS mit den Herstellern fungiert jetzt momentan. Wir haben ja jahrelang nur einen Auflieger gehabt und das war ja Schwarzmüller, wobei ich da auch hoffe, dass da mal ein paar Updates kommen und der auf den aktuellen Stand gebracht wird. Ne? Vielleicht wird es auch irgendwann mal Gebrauchtwagen-Auflieger geben. Wer weiß. So, aufgesattelt, passt alles, sieht wunderschön aus und dann würde ich sagen, ab die Luzi und wir fahren einfach mal. Und bevor wir losfahren, Küsschen muss natürlich sein. Ja, vor ein paar Monaten gab es schon die ersten Berichte diesbezüglich, dass Kögel, ich habe da auch schon mal was gebracht, und STS, ja, wie so eine kleine Kooperation. Jetzt am Wochenende, wo ich dieses Video hier am 4. aufnehme, hat STS natürlich wieder was im Forum rausgebracht. Ich wollte es eigentlich als News irgendwie bringen, aber STS hat eigentlich ein Video gebracht, dass sie mit den IT-Spezialisten Kevin, falls du das siehst, sei gegrüßt, ja, ein Interview geführt haben, dass STS gerade vor Ort ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo Kögel nochmal das Werk hat. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und ja, sie haben da ein bisschen was darüber geredet und ein Video laufen lassen. Und ja, Fotos gemacht, alle Teile angeguckt. Und ich muss wirklich sagen, es war schon interessant, wie das dann so läuft und dass STS da dann nicht mehr so wie früher dann einfach so auch ein paar Videos raushaut, ne? Wo die dann einfach sagen, ja, Freunde, es geht los, so sieht es aus, also so richtig Social Media mäßig, wobei ich aber auch sagen muss, der Intervall, wo STS jetzt News rausbringt, das ist schon echt extrem viel, ne? Also muss man ja wirklich sagen, das ist rotzfrech, was ich mache, aber ja, finde ich schon sehr interessant, was die jeden Tag irgendwie posten und rausbringen. Frag mich, warum. Wann der jetzt genau kommt, ob der 2024 kommt, ob der 25 kommt, ja, solche Sachen dauern. In welcher Produktionsschritten die sind, das weiß ich auch nicht. Ja, das weiß nur STS. Ich fand das immer nur ein bisschen komisch, jetzt so mal zurückblicken, wenn sie ein LKW angekündigt haben, so wie zum Beispiel der Volvo oder der MAN, dass dann wirklich Monate nichts groß kommuniziert wurde. Ja, der MAN wurde ja schlussendlich dann nochmal verschoben. Ja, gut, damit kann man leben. Lieber er kommt ohne Fehler raus. Ist mir lieber und euch auch, wenn man jetzt einfach mal 1-2 Monate wartet. Ja, mein Gott, das ist zwar schon ein bisschen größer, das Team geworden, aber wenn der Ansatz daran liegt, ein Produkt bestmöglich rauszubringen, dann bin ich eher auf diese Schiene. Ne?
Ja, man muss auch sagen, da kommen ja andauernd irgendwelche Updates, ja. Also, das ist schon irgendwie ziemlich krass. Ja, und ja, was ich dann aber immer ein bisschen komisch finde, ist, die zeigen dann halt viel. Also zum Anfang teasern sie so ein bisschen an, so ein bisschen Rohmaterial, so wie zum Beispiel beim Feldbinder. Und dann läuft dann erstmal Monate nichts. Und dann irgendwie so, jetzt ist er in Anführungsstrichen da. Das war jetzt auch mit dem Trisan-Auflieger auch irgendwie so eine Art. Ich würde mir da irgendwie vielleicht mehr wünschen, dass SCS da mehr Infos so über den Werdegang bringt. Also in welchen Phasen sie jetzt sind, mit welchen Herausforderungen die auch zu kämpfen haben oder was sie da gerade umsetzen. Weil das ist für den einzelnen Spieler vielleicht auch mal ein bisschen interessant, weil gerade draußen, die nicht mit Mods zu tun haben, also zum Erstellen, selber Mods bauen oder Grafiken erstellen etc., die haben ja, so wie ich, so gar keine Ahnung. Und dann kommt man natürlich ganz schnell dazu zu sagen, ja, warum dauert denn das so lange und dies und das? Da würde ich mir irgendwie das eventuell ein bisschen mehr wünschen. Hey, wir sind jetzt so gerade in dieser Position und. Denn lieber einmal weniger irgendwie den 10. Parkplatz zeigen bei einer Kartenerweiterung und lieber auf solche Features eingehen. Zum Beispiel, wo auch ACC rausgekommen ist. Da wurde es nie so richtig kommuniziert. Ja, nur wo es dann final war. Wir haben ja auch jetzt eine Beta-Version von dem Lichtsystem, dass das halt Upblend, Aufblend, Fernlicht, also dass das halt so ein bisschen automatisch geht. Da kommunizieren die gar nicht so. Ja, wenn sie dann sagen, hey, wir sind gerade am Testen mit den automatischen Upblend und Fernlicht und wenn ihr da noch irgendwelches Feedback habt und was da nicht richtig funktioniert, dann haltet uns auf dem Laufenden, würde ich irgendwie ein bisschen besser finden. Ja, vielleicht gibt es sogar noch Features, die wir gar nicht so kennen. Oder sie wollen einfach nur, dass die Aufmerksamkeit nicht so sehr darauf gelenkt wird, dass halt die Leute dann, sie wissen ja auch, wie heutzutage viele sind, wenn irgendwas drin ist und es funktioniert noch nicht so richtig und das ist eigentlich kommuniziert worden, dass das eine Testversion ist, dass sich dann einige dann immer draufstellen, ach, das geht nicht, das ist ein Fehler, das ist ein Fehler, ja, diese möchte gern Fehlersucher, die es natürlich auch braucht. Ja, das kommt immer darauf an, wie man es kommuniziert und wie man das darstellt. Jetzt haben wir, wie gesagt, den Kögel, inwiefern wir eine andere Politik da jetzt sehen, weiß ich nicht. Ich hätte zum Beispiel beim Feldbinder auch so ein bisschen mehr mir erwünscht, ja, und dass sie dann sagen, hey, wir haben jetzt den Trailer, wir haben das und das jetzt dran gemacht und ja, irgendwie, weiß ich nicht. Das ist schon was ganz Besonderes, ein neuer Auflieger. Wenn man jetzt mal so zurückblickt, wir haben jetzt den Schwarzmüller. Schwarzmüller ist ja nicht diese große Firma, aber stellt ganz, ganz viele unterschiedliche Auflieger her. Und die wurden ja jetzt auch gar nicht mehr so, naja, angefasst oder so oder nochmal auf den neuesten Stand gebracht, so wie zum Beispiel die Überarbeitung von Deutschland, der Schweiz, die ja irgendwann kommen soll, ob es nun wirklich dieses Jahr ist oder erst nächstes Jahr, geil. Warten wir mal ab. Dann ja, Österreich und so. Und das würde mir zum Beispiel bei den Aufliegern auch wünschen, natürlich aber auch bei den LKWs. Die alten LKWs, die man jetzt nicht mehr so kaufen kann. Und da muss ich jetzt selber erstmal gucken, ist das denn wirklich so? Kann ich jetzt keinen alten Iveco mehr kaufen, wenn ich jetzt hier so reingehe? Muss ich mal schauen. Nein, es gibt wirklich nur noch die neuen LKWs. Jetzt mal den Renault, dann wird der Magnum wahrscheinlich auch nicht mehr da sein. Ja, wirklich mal. Und wenn ich jetzt hier in den Gebrauchtwagenmarkt gehe, sehe ich. Ja, es war auch so ein neuerer, das ist auch ein neuerer. Hier, der alte, den könnte ich mir jetzt kaufen. Was das jetzt zu bedeuten hat, vielleicht werden wir doch irgendwann mal ein Oldtimer-Pack kriegen. Oder nicht? Was denkt ihr? Pff, könnte möglich sein. Aber für mich erschließt sich das nicht. Oder sie wollen dann nach und nach diese LKWs auch noch überarbeiten. Ja, also, wir haben Schwarzmüller und dann eine sehr gute Kooperation mit Krone.
Krone, auch bekannt, kennt jeder. So, danach kam dann, glaube ich, Schwarzmüller war dann mit am Start. Ach nee, Schwarzmüller hatten wir ja schon. Hier Feldbinder. Und das ist ja durch einen Mitarbeiter von Schwarzmüller die Zusammenarbeit entstanden. Ne? Und da kommen wir dann auch gleich nochmal zu den Generationen, die sich jetzt ändern. Dazu kommen wir gleich. War eine super Sache. Ja, wie ist das alles? Das fand ich eigentlich schon ganz gut. Und jetzt Trisan, der türkische Aufliegerhersteller, da müsste Casebora oder Casebora, ja, glaube so eine Art heißen die, müsste eigentlich mit am Start sein. Aber vielleicht kennt ihr euch da noch ein bisschen besser aus. Der türkische Aufliegerhersteller und haben sich perfekt zum 100-jährigen Bestehen der Türkei Gründung rausgebracht. Wieder neue Sorten. Klar gibt es noch andere Hersteller. Ach, Wilton, der polnische Hersteller. Und da sind viele, viele Kooperationen entstanden. 2022 war das, die Messe in Hannover, die IAA. Ich glaube, war 22, ne? Und da sind viele Kontakte geknüpft worden. Und SDS kann natürlich auch jetzt sagen, wir haben die Marke, wir haben die Tuning-Hersteller hier. HS ist da mit am Start, ne? Und. Ja, vielleicht kommt irgendwann mal noch ein Hersteller für Lampenheller und was weiß ich, alles möglich, ja? Das ist ja wie so eine riesengroße Werbeplattform. Und da kommen wir ja auch zu diesem Generationswandel in den Firmen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man jahrelang im Marketingbereich da ist, ja, und möchte seine Produkte ja per Zeitung oder Annoncen, wie früher das war, an den Mann bringen, die ja Außendienstmitarbeiter sind rausgefahren zu den Firmen und haben ihre Waren angepriesen und. Und ja, da muss man ja auch sagen, das ging vielleicht früher noch so. Im Zeitalter der neuen Medien und auch dem Internet, ja, das ist vor allem neue Medien. Ich höre mich an wie Angela. Ja, Internet ist Neuland, ne? Oder ja, kommt da neuer Schwung rein. Junge Leute, die selber auch den Euro Truck Simulator fahren und Kevin zum Beispiel, der ist auch ein leidenschaftlicher ETS-Fahrer. Und wenn man, ist natürlich logisch, bei einer Firma arbeitet, die mit Logistik was zu tun hat, dass man dann eventuell sehr viel Herzblut daran setzt und sagt, ey, pass mal auf, das wäre doch so cool. Und dann vielleicht die altetablierten, ja, in den Vorständen und Marketingbereichen, das, ja, vielleicht bekniet oder anspricht und die sind gleich happy oder überzeugt, ihre Waren da auch mal rauszubringen. Ich hätte zum Beispiel auch kein Problem, wenn jetzt wirklich hier auf den Flächen, hier zum Beispiel Mercedes, auch so eine Plane drauf machen. Man kann es auch sagen, dass man zum Beispiel für eine gewisse Sache gibt es einen World of Trucks Auftrag? Ja, fahre so und so viel Mercedes Teile in das Werk. Ja, und dann wird dann halt ein Mercedes-Werk noch ins Spiel reingebracht. Mercedes gibt vielleicht für die Werbung ein bisschen Goodies. Ja, und jeder kriegt das kostenlos. Dann kann er dann so eine Lackierung kriegen, wo dann Werbung ist, die vielleicht sogar individuell ist. Ja, und dass da halt immer wieder was anderes auf der Fläche kommt, um das Team von SCS vielleicht auch finanziell zu unterstützen. Ob man sich dadurch abhängig macht, ist natürlich eine andere Frage. Das ist halt zweischneidig, ne? Diese ganze Sache, ne? Wenn dann irgendwo Geld fließt, dann macht man sich ja auch ganz schnell abhängig. Aber sei es drum, wir kommen ja jetzt nochmal zu den wieder zum Kögel Auflieger und ich finde es auf jeden Fall eine schöne Sache, immer mehr. Danke. Firmen kommen quasi jetzt mit am Start.
und bereichern natürlich das Spiel. Was bedeutet das aber jetzt auch für diesen Auflieger? Weiß man jetzt auch nicht. Der Feldbinder-Auflieger, der als Mod am Start war, den gibt es ja immer noch. Ja, und ist natürlich für einen Ersteller, einen Creator, der den Mod gemacht hat, ist natürlich dann immer, ja, die ganze Arbeit, ja. Oftmals sind sogar Mods sogar noch detaillierter. Also hier, ich weiß nicht, was denkt ihr denn? Wenn SCS den Kögelauflieger rausbringt, welcher wird detaillierter sein? Der von Dotec oder der von SCS? Na gut, man muss auch sagen, SCS muss gewisse Richtlinien auch einhalten, auch für schwächere Rechner. Ja, das muss das Gesamtkonzept. Und gibt es bestimmt irgendwo auch gewisse Richtlinien, der darf nur, weiß ich, 50 MB groß sein. Und der ist ja, glaube ich, über 120, 111, 113, irgendwie so MB groß. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Ja, das sind wahrscheinlich interne Regelungen. Ja, dass dann auch schwächere Rechner immer noch mithalten können. Wobei, ja, mit einem ganz, ganz schwachen Rechner werdet ihr hier beim Euro Truck Simulator definitiv keine Freude mehr haben, weil das sich doch schon sehr gewandelt hat von der Optik her, von den Sachen, Partikeln, Lichtstimmung und Spiegelung. Braucht man definitiv ein bisschen mehr Performance, ja? Nicht mehr so Rechner wie vor 10 Jahren. Das hat sich definitiv erledigt. Ja, also ich denke mal, das wird noch sehr spannend, auch gerade was in der Mod-Branche. Da ist, muss ich sagen, auch sehr die Luft irgendwie fühle ich raus ist. Es sind immer kleine Gimmicks, aber jetzt nichts irgendwie großartig Neues. Vielleicht, weil man schon über 10 Jahre das hier macht und eigentlich alles so ein bisschen gesehen hat. Ja, hebt ein vieles nicht mehr ganz so ab. Möglich. Vielleicht. Ja. Sagt ihr es ja, ne? Ja, nicht jeder geht ja auch gleich in die neueste Version rein. So wie ich jetzt hier in die 1.49. Das ist ja auch so eine Sache. Wie fühlt ihr euch? Ist es für euch schon ein bisschen zu viel, was SCS an Updates bringt? Also gefühlt muss ich sagen, ist die Hälfte des Jahres, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber bewege ich mich in der Beta-Phase. Ja? Und wenn ich jetzt so überlegt habe, wo die 1.48 draußen war, da hatte ich den Beta-Key für die Pro-Mods, war wieder froh, auf der Pro-Mods unterwegs zu sein. Ja, und bin dann ein paar Runden gefahren, wollte mir die Pro-Mods dann kaufen. Ich hatte ja dann noch die Testversion und hatte es gar nicht mehr geschafft, weil dann die 1.48.5 rausgekommen ist, ne? Also, das geht hier schon wieder, das geht ziemlich schnell hier. Ja, also, ist mein Empfinden, dass ich wirklich die Hälfte der Zeit dieses Jahr irgendwie in der Beta-Phase unterwegs bin. Ah ja, gut, man muss es ja nicht machen. Das ist ja, ich hätte ja auch auf der 1.46 bleiben können und dann einfach weiterfahren. Ja. Aber nee. Das wollen wir ja auch nicht. Aber jeden anderen kann ich natürlich verstehen, der dann sein Spiel aktuell auf dem Laufenden hat, also wo alles läuft und die Fahrzeuge, alles, das alles funktioniert und dann nicht jedes Mal wechselt. Er guckt sich dann die News an, von mir natürlich, ne? Und weiß dann eigentlich, denke ich mal, ganz gut Bescheid. Na toll. Weiß eigentlich ganz gut Bescheid, ob sich das lohnt, der Wechsel oder nicht. Ne, das ist ja eigentlich ganz gut rauszufinden. Ach. Finde ich auf jeden Fall super. Aber ich bin ja eine ganze Weile immer mit den Auflieger hier unterwegs gewesen. Also ich finde den wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Also ja, sehr schön.
Und wenn man so selber auf der Autobahn ist, dann guckt man, ja, ich gucke mir dann schon immer an, wie die Trailer so, ja, welche Trailermarken unterwegs sind. Und ja, guck mal, wir hatten ja schon mal den Kontakt mit Knaben, ne? Die ja auch bei uns beim Livestream zugeguckt haben. Die wussten doch nicht mal was davon. Deswegen komme ich auch manchmal so auf den Trichter, ja, das sind vielleicht Alteingesessene, die da arbeiten und sich mit dem Euro Truck Simulator gar nichts richtig anfangen können. Und dass so ein Auflieger in der, ja, drin ist im Spiel. Vielleicht gab es da auch irgendwie schon Gespräche, gerade auch da oben in Skandinavien. Ja, wer weiß, 24, 25, das Skandinavien-Update für Nordskandinavien. Vielleicht gibt es da auch irgendwann mal eine Kooperation, dass dann auch ja in dem Bereich ja ein skandinavischer Hersteller ja mit ins Spiel kommt. Da haben wir eigentlich viel abgedeckt, ne? Ach, es sind so viele Fragezeichen. Und wenn dann irgendwas rausgekommen ist, ja, dann ergibt es dann auch schon Sinn, warum sie gewisse Sachen jetzt schon manchmal ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr schon vorher verändert haben. Zum Beispiel der F-Mod. Ich weiß gar nicht, in welcher Version der rauskam. Da haben ja auch welche, ja, ist ja schön, es hat nicht richtig hingehauen und dies und das, aber das waren Vorbereitungen für den Konvoi-Modus. Ja, dass man das so gut wie möglich umsetzen kann. Ja. Das sind halt solche Sachen, ne? Vorbereitung für Konvoi-Modus. Jetzt haben wir das große Wetter-Update bekommen mit Wettereffekten und dem Mond und etc. Ja, möglicherweise sind das auch Vorbereitungen zu was Größeren, wo ich ja immer hoffe, dass es dann doch die Season werden, die aber noch nicht von SCS bestätigt wurden. Nur ein Smiley haben sie mir geschickt. Naja. Ach, es ist immer wieder schön, wenn man so ein bisschen in die Zukunft mal so denkt und mal seine Gedanken so freien Lauf lässt und mal so, ja, in die Glaskugel guckt, die sehr verschwommen ist. Ja, wir kriegen zwar so viele Updates, also ein klares Bild kommt da nicht, ne? Aber ich denke, für die nächsten Jahre werden wir das Spiel noch intensiv, noch ganz anders erleben. Wir werden vielleicht noch ganz andere Sachen erleben bezüglich Frachtaufnahme oder weiß der Geier. Ja, wenn die noch an der Grafik noch was anderes ändern wollen. Ja, da soll ja auch ein kleiner Umbruch kommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der finale Dings ist, aber es geht ja immer weiter. Es geht ja immer, immer weiter. Ach, so. Kann ich eigentlich hier weiterfahren? Ich kann ja weiterfahren hier. Ja, schon ulkig, dass ich hier keine Lichter habe, ne? Ah, so ein richtiger Hans hier. Hans guckt in die Luft. Ja. Schlussendlich müssen wir abwarten und wenn was Neues rausgekommen sind, sind wir wieder erpicht auf die nächsten Neuerungen. Das hat ey, wirklich, was wir eigentlich schon auch so für lau bekommen haben. Machen wir mal so. Können wir schon echt zufrieden sein. So, der ist aber auch schmutzig. Ja, das ist natürlich auch noch so eine Sache. Schmutz im Spiel. Also vor ein paar Jahren. Was ist jetzt los hier? Ja, jetzt hat er irgendwie kleine Probleme ab beim Rückwärtsfahren hier. Vor ein paar Jahren hat mein SCS irgendwie mal gesagt, man muss auf kleine Details achten.
Aber jetzt ruckelt es ja mächtig. Das kann. Ach, die Straßenbahn wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind hier irgendwelche Mods, die nicht ganz so komplett. Ich habe jetzt über 70 Mods noch drin, ne? Das kann sein, dass er jetzt abbricht. Ja, sieht nicht gut aus. Das wird an der Straßenbahn liegen. Ich habe hier noch so einen Werbemod drin, ne? Das ist ja wahrscheinlich nicht ganz so clever jetzt mit der Straßenbahn. Ich mach's mal ganz anders. Ich mach mal jetzt hier. Und mal sehen, ob das denn jetzt weg ist. Wenn wir es nicht mehr sehen. Ja. Nee. Ja, wir sind gleich da. Wir sind gleich da, Freunde. Ja, man sollte vielleicht mit den Mods ein bisschen vorsichtiger sein. Jetzt ist auf jeden Fall wieder ein bisschen angenehmer. Ja, muss wahrscheinlich da in dem Bereich mit den Werbetafeln irgendwie. Originale Firmen hatte ich irgendwie was reingemacht. Ja, hat SCS ja selber gesagt, ihr solltet immer auf gewisse Features achten, auf Kleinigkeiten. Und denn wenn man sowas hört und immer wieder mal auch bestätigt bekommt, dass da diese kleine Änderung schon irgendwas zu bedeuten hat, dann ja, ist natürlich schnell mit den Mutmaßungen, aber mit dem Schmutz an den Fahrzeugen. Warum sollten jetzt diese neuen Fahrzeuge, also der Bus und der Abschleppwagen, dreckig sein? Warum macht man das? Das muss doch irgendeinen Grund haben. Ja, im Bereich Season, im Winter, dass die Fahrzeuge schneller schmutzig werden. Möglich? Kann ja alles sein. Waschstraßen für LKWs? Wieder sauber? Dann kriegt man dann so eine Szene vorgespielt? Möglich. Ach, ja. Ihr könnt das ja mal reinschreiben. Oder ihr könnt einfach reinschreiben, Maximus ist einfach nur ein Schwätzer. Und wir sehen uns dann in ein paar Jahren und ihr entschuldigt euch. Bis jetzt, ja, sage ich ja, ich muss ich nochmal sagen, ne? Achtung. Ich sage nicht, dass er oder das eine am den und den Tag kommt. Ich sage, es könnte sein. Die Vermutungen sehen danach aus. Ne? Immer wieder sagen, weil es gibt Leute, die verstehen nicht so die deutsche Sprache. Und die sagen, Maximus hat gesagt, habe ich nie. Aber schlussendlich machen wir jetzt ein Däumchen dahinter. Ja, wird ja immer schön animiert. Zählt mal, wie viele Däumchen gerade in diesem Video, was ihr jetzt natürlich bis zum Ende angeguckt habt, ja, neu unten aufgeploppt sind. Und ja, wer es noch nicht gemacht hat, lasst ein Abo da, dann werden wir definitiv bald neue Infos, neue Glaskugeln sehen hier. Und ich mache jetzt erstmal Feierabend. Ihr seid auf jeden Fall die Besten, ne? Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bye, bye.